Hallo und herzlich willkommen zum 349. Mal bei huxilla dem skeptischen Podcast, wie immer bei mir die wunderbare Hux Mystery Alexa. Halli, hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von huxilla und diesmal vergesse ich es nicht. Bei mir heute zum Glück äh, der wunderbare Alexander Huxmaster. Jetzt hätte ich mich selber fast völlig rausgeschossen. Also sehr, sehr angestrengt, mich ja. vorzustellen. Ich, ich kann das gut ja. verstehen. Ähm, ja, äh, äh, wir haben gar nicht so viel vornweg zu sagen, glaube ich. Wir haben ein spannendes Thema. Rausgesucht. Da hast du auch wieder uns auf das Thema gebracht, genau wie bei der ja, letzten wo hab Episode. Hab ich das eigentlich immer alles hier? Das, das weiß ganz ich ganz auch nicht, was du machst. Aber <laughs> es ist gut. Und äh, deswegen machen wir einfach mal weiter in der Episode, damit wir schnell zum Thema kommen, weil das ist interessant genug. Die Story der Woche. Für die heutige Story kehren wir noch einmal zur Titanic zurück und bleiben aber gleichzeitig dem Leuchtturm-Thema, das wir nachher noch besprechen, ein bisschen treu. Ähm, die Story geht folgendermaßen, dass an Bord der Titanic auch Filme gezeigt wurden. Mhm. Und ähm, nicht nur das äh, Poseidon Adventure, was ja in sich schon an Ironie kaum zu überbieten ist, wurde da als Film gezeigt sondern auch ein Film, äh, ein Stummfilm von 1911, also damals relativ, nein, nicht relativ, sondern sehr neu, äh, namens The Lighthouse Keeper. Das war ein Kurzfilm mit dem kanadischen Stumm, Stummfilmstar Mary Pickford und da dreht es sich ja im Prinzip um ein Eifersuchtsdrama also der die Tochter eines ähm, Leuchtturmwärters hat zwei Verehrer einen findet sie selber ganz toll und will den heiraten und der andere ist fürchterlich eifersüchtig und plant ähm, ein schreckliches Attentat als die beiden nämlich, also ähm, die Tochter des Leuchtturmwärters und ihr Verlobter, zum Fischen rausfahren, möchte der ähm, böse, eifersüchtige Rivale den Leuchtturm manipulieren, sodass das Licht ausgeht. Und ähm, dafür sorgen, dass die von ihrem ähm, Fishing-Ausflug, also von ihrem ähm, Angeltrip sozusagen nicht zurückkommen auf hoher See, dass sie da an den Felsen zerschellen und das Attentat scheiterte an dem Vater, der dann mit diesem Rivalen kämpft und äh, durch die Sorge um seine Tochter zu fast übermenschlicher Kraft getrieben wird und er kann ihn dann besiegen, dieser Vater, und der Leuchtturm leuchtet und das Boot kehrt sicher in den Hafen zurück und alle sind glücklich, nur der Rivale nicht, weil der es nämlich vergeigt hat und es nicht geschafft hat. Soweit die Geschichte dieses Kurzfilms. Und die Frage lautet natürlich: Stimmt es, dass der an Bord der Titanic gezeigt wurde? Und stimmt es außerdem, dass er nicht nur gezeigt wurde, sondern den Passagieren auch so gut gefallen hat, dass er gleich am nächsten Tag zweimal wiederholt werden musste? Hm. Interessant. Mhm. Bordprogramm auf der Titanic. Mhm. Schauen wir mal am Ende der Episode. Thema der Woche. Die Geschichte von den verschollenen Leuchtturmwärtern der Flannen Isles, beziehungsweise einer ganz bestimmten einzelnen Insel, nämlich Alien Moor, hat mich. Irgendwie, seit ich das davon gehört habe, vor einiger Zeit nicht mehr losgelassen. Und das ist so eine typische ähm, Geschichte, wo man eigentlich eine ganz gute, wie hier Mounts gerade der Kater, äh, eine ganz ähm, faktenbasierte Vermutung hat, was passiert sein könnte. Und trotzdem gibt es unzählige Geschichten darüber die die Fakten teilweise erweitern, Informationen dazu erfinden und eigentlich wunderbar zeigen, wie und warum wir Menschen erzählen und warum uns die Realität oder das, was man sozusagen mit der Hilfe von Fakten rekonstruieren kann, manchmal nicht genug ist, warum wir dann einfach uns noch mehr wünschen und dann in Geschichten noch mehr hineingeheimsen als es tatsächlich gibt dabei ist eigentlich das was man belegen kann schon tragisch genug und deshalb habe ich beschlossen das vorzuschlagen dass wir darüber mal eine Folge machen interessant bei dieser Sache ist dass es sehr viele Variationen der Vorgänge gibt wir haben uns auch diesmal entschieden tatsächlich die die plausibelste und die faktenbasierteste Version dessen, was da passiert ist, im Jahr 1900 voranzustellen. Und wir haben im Rahmen der Recherche dann irgendwann eine Quelle gefunden, ein, ein Essay mhm. von dem Historiker Mike Dash, das haben wir euch auch alles verlinkt, empfehlen wir euch dringend, dass ihr euch das durchlesen könnt, wo auch nochmal sehr, sehr deutlich wird, gerade bei so historischen Geschichten, wie ausführlich man da auch recherchieren sollte und wie man dann durch so vernünftige recherchen auch dinge ja äh, entkräften kann oder äh, beliebte tradierte erzählungen oder erzählstränge plötzlich dann auch als definitiv nicht richtig äh, darstellen kann. Und das hat mich auch fasziniert, weil wir, äh, glaube ich, erst ein, ein Stück weit drin in der Recherche auf das Essay von Mike Dash gestoßen sind und vorher eben mit ganz vielen anderen äh, Artikeln, Beiträgen, ganz zu schweigen von sehr, sehr vielen YouTube-Videos zum Thema äh, uns versucht haben, dem Thema zu nähern. Und da schon ganz viele Widersprüche mhm. auch schon in, in den einzelnen Darstellungen gefunden haben. Also das ist ganz interessant, weil es zum einen Widersprüche gibt und zum anderen aber man schon merkt, wenn man da verschiedene Artikel, so gängige Artikel liest, dass die auch ganz oft voneinander abgeschrieben mhm. haben. Also es existiert beides gleichzeitig. Äh, vielleicht noch ein paar Worte, bevor wir anfangen zu Mike Dash, äh, der ist tatsächlich Historiker. Wenn ihr den googelt, werdet ihr finden, dass der ganz viel für die Fortean Times schreibt und dazu noch kurz gesagt, dass die Fortean Times sich mit grenzwissenschaftlichen Themen beschäftigt und schon die LeserInnen mit auf eine Reise nehmen möchte, die manchmal über, sagen wir mal so, über die Faktenbasis hinausführt. Also da wird Aha. sozusagen, da ist man offen für alles und ähm, insofern kann das natürlich sein, dass ihr jetzt sagt, na dann, dann kann man dem kein Wort glauben. Das würde ich aber so an dieser Stelle ähm, nicht ähm, bestätigen wollen, denn Mike Dash hat im Gegensatz zu vielen anderen, die Artikel darüber äh, geschrieben haben und die im Netz veröffentlicht haben, wirklich ausführlich äh, ein Quellenstudium betrieben. Mhm. Also der hat versucht, an alles dran zu kommen, was es nur ne irgendwie gibt, und hat auch Kontakt mit ganz vielen ähm, Institutionen und Menschen aufgenommen, die in der direkten Tradition äh, dieser äh, Geschichte der äh, verschwundenen oder verschollenen äh, Leuchtturmwärter stehen und sich insofern auch mit den äh, noch vorhandenen Quellen sehr, sehr gut auskennen. Das heißt, er hat wirklich recherchiert und dann sehr analytisch und stringent das, was man weiß und das, was man vermutet, zusammengestellt. Ja, lass uns doch aber mal, äh Unsere Zuhörenden mitnehmen und äh, mal einordnen, um was es überhaupt geht. Und da müssen wir zurückgehen im Grunde genommen auf das Jahr 1899, eigentlich sogar noch ein paar Jährchen eher und müssen uns vor Augen führen, dass wir in einer Zeit uns befinden, in dem internationaler Verkehr oder noch anders ausgedrückt der Verkehr nach Amerika im Wesentlichen per Schiff stattgefunden hat. Und damit Schiffe eben sicher den Atlantik überqueren konnten, den Nordatlantik, war es wichtig, dass man an den Küstenregionen Leuchttürme hatte. Und gerade was so die britischen Inseln angeht, und gerade so den, den Norden, den Nordwesten, da sind wir dann ja also im schottischen Bereich bei den äußeren Hebriden. Da gibt's eine ganze Menge kleiner Inseln. Da wäre es ziemlich ungut, wenn da Schiffe drauf fahren, wenn sie zurückkommen aus Amerika. Und deshalb hat man sich entschieden oder beschlossen, dort Leuchttürme zu bauen auf sehr sehr einsamen kleinen Inseln zum Teil. Genau die Inseln, also das was den den äußeren Hebriden sogar noch vorgelagert ist, mitten im Atlantik schon und dem Wetter natürlich ausgesetzt, muss man sich als sehr sehr karge einsame Landschaft vorstellen. Mhm. Also diese Inseln, die sind wirklich so kleine hingewürfelte Felsen im äh, Atlantik und den Elementen ausgesetzt. Und es hatte auch schon im Vorfeld, du hast es beschrieben, Unfälle gegeben. Und insofern musste man jetzt irgendwas unternehmen und ein Leuchtturm war da tatsächlich angezeigt. Und die Konstruktion und der Bau dieses Leuchtturms, da merkte man halt auch schon, wo man sich befand, mhm. nämlich, den Elementen eben ausgesetzt und trotzend die ganze Zeit äh, hat auch wesentlich längere Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich geplant. Insgesamt sechs Jahre hat man daran gebaut und ich habe eine Zahl im Netz gefunden, was so die Kosten angeht für den Bau, dass das 7000 Pfund gewesen sind, was äh, damals eine ordentliche Summe Geld gewesen ist. Ursprünglich mal veranlagt waren, zwei bis drei Jahre hatte man so geplant, aber du hast gerade schon gesagt, dass es eben insgesamt deutlich länger gedauert hat. Und auf Island Moor, so heißt diese eine Insel der Flanellan Isles, hat man dann diesen Leuchtturm hingebaut. Auf 30 Meter Höhe, so grob geschätzt, stand der Leuchtturm. Und äh, das war sehr, sehr aufwendig. Und am äh, 7. Dezember 1899 ist dann dieser Leuchtturm auch das erste Mal angeschaltet worden. Jetzt muss man sich vorstellen, dass diese Insel, das kann man sich ja auch wunderbar anschauen bei Google Maps oder sonst irgendwo, besteht im Grunde genommen eigentlich nur aus einem Felsen mit ein bisschen Rasen. Und dann hat man den Leuchtturm dorthin gebaut. Uh, auf der Insel uh, gab es dann noch ein kleines Gebäude, wo die Leuchtturmwärter auch übernachten konnten. Da gab es eine Küche, da gab es Schlafräume und da gab es einen Vorratsraum. Und auf der Insel befand sich uh, aus dem siebten Jahrhundert, so wird geschätzt, noch die Ruine einer Kapelle. Mehr war da nicht. Und das war jetzt auch nicht so 1900 oder 1899, dass man mal eben im Hubschrauber oder dem Schnellboot dahinfahren konnte. Das heißt, die Besatzung oder die Bemannung dieser, dieses Leuchtturms war zumeist mehrere Wochen ne, auf dieser wirklich absolut kleinen Insel komplett isoliert. Und bestand immer aus drei Männern. Das ist die Besatzung gewesen, weil im Grunde genommen der Dienst auf dieser Insel, auf diesem Leuchtturm, rund um die Uhr war. Es musste also entweder nachts oder bei Dunkelheit oder bei schlechter Sicht dafür gesorgt werden, dass der Leuchtturm leuchtet, dass es seiner Funktion <laughs> nachgeht. Und ansonsten mussten dort die Dinge gepflegt, gewartet werden, weil wir haben es gerade schon beschrieben, da die, äh, ja, die Naturgewalten, so kann man es auch schon sagen, der Nordatlantische Ozean mit hohen Wellen einen Einfluss hatte und es ist auch durchaus beschrieben worden, dass sehr, sehr hohe Wellen wirklich auch hochgeschlagen sind bis oben äh, an die Lampe des Leuchtturms. Also da ging es richtig ab und vielleicht noch zur Funktion des Leuchtturms, das fand ich auch ganz interessant, wie die so aufgebaut waren, damit die sich drehten gab es so eine Art Uhrwerk, was aufgezogen wurde und das hat dann eine Zeit lang dafür gesorgt, dass die Lampe rotiert hat und dann musste das wieder aufgezogen werden. Das heißt, während der Leuchtturm im Betrieb war, waren die im Schichtdienst und mussten halt immer dafür sorgen, dass dieses Rotationswerk gut funktioniert hat und eine weitere Besonderheit, damit das gut und, und stabil und flüssig auch läuft. Schwamm die Lampenapparatur äh, auf einem Bad aus Quecksilber. Das hatte man damals genommen. Das war ein Schmiermittel, was nicht sonderlich reagiert hat, äh, was gut funktioniert hat. Aber wir wissen natürlich, dass Quecksilber nicht das Allergesündeste ist und äh, nach und nach ist man auch dabei, das aus allen äh, Leuchttürmen in Großbritannien zu entfernen. Dass das so lange noch in Gebrauch war, war mir auch nicht bewusst. Ja, ich habe einen Artikel vom SRF äh, mal verlinkt, wo da vom Rückbau dieser Leuchttürme gesprochen wird. Also, das ist so die Situation. Und wenn es dann also um Belieferung oder um den Austausch der Bemannung ging, gab es also Schiffe, die rausfuhren auf die Inseln und man hatte da sogar um sozusagen das Stück Gut also Vorräte und andere Dinge äh, auf die Insel zu bringen hatte man ja so eine Art kleine Eisenbahn sogar installiert ne ja also der Aufbau war natürlich karg also man hatte nur das auf der Insel was man auch unbedingt brauchte um diesen Job zu erledigen mhm. also eine Unterkunft und dann halt den Turm und so ein paar Sachen wie du gerade beschrieben hast um auch die Versorgung irgendwie zu gewährleisten vielleicht noch kurz zur Organisation unterstanden hat dieser Leuchtturm wie alle da in der Gegend dem Northern Lighthouse Board mhm. das heißt die waren Behördlich dafür verantwortlich, dass die richtigen Leute ausgewählt wurden für den Job, dass das alles lief und reibungslos funktionierte. Die haben auch Regeln aufgestellt und es gab auch, ähm, ja, Strafen äh, oder, oder, ja, Ordnungsgelder bei Verstößen gegen äh, solche Regeln. Also, es war schon relativ äh, gut alles organisiert. Und äh, die Männer, die da ähm, zu der Zeit dieses tragischen Unfalls ihren Dienst getan haben, die waren auch nicht von ungefähr ausgewählt. Das war, heißt, das waren also Leute, die sich wirklich auskannten und wussten, worauf sie sich eingelassen haben. Zum Beispiel der James Duckett, ähm, äh, der 43 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt, hatte ohnehin schon lange Zeit auf der Insel verbracht, nämlich 14 Monate. Also im Prinzip schon während des Baus mhm. war der ausgesucht worden, um diesen Job zu machen. Äh, und der kannte auch schon so ein bisschen die Insel und äh, so diese Eigenheiten auch die naturbezogenen Eigenheiten kannte das Wetter da wie wie sich das Meer verhalten hat und Insofern hatte man da auf jeden Fall einen Mitarbeiter schon mal auf der Insel, der sich sehr, sehr gut auskannte. Und trotzdem, du hast gerade beschrieben, wie man da auch eben die, die Sachen an Land bringen konnte, wie aufwendig das war, war es ein gefährlicher Job. Also das kam einfach nicht von ungefähr, dass man da auch mal durchaus Unfälle riskiert hat wenn man da mit Kränen und eben mit diesem kleinen ja, Bändchensystem, Aufzugssystem versucht hat, äh, Dinge und zum Teil ähm, halt nicht nur Güter, sondern auch Menschen äh, auf die Insel zu bringen. Also zum Beispiel, wenn dann ein Mitarbeiter ausgetauscht wurde. Also äh, dann äh, ein anderer, der den di Dienst getan hatte, ein paar Wochen lang dann seine zwei Wochen freigekriegt hat, dann musste der teilweise, der neue Mitarbeiter, auch wirklich mit dem Flaschenzug da hochgezogen werden. Also das war mir alles auch nicht bewusst, äh, wie unmittelbar und wie gefährlich das alles war. Genau, die kleine Bahn war jetzt auch keine richtige Eisenbahn, sondern es war wirklich so ein ganz schmales Schienenwerk und der Wagen, der darauf fuhr, war an einem Seilzug befestigt und oben dann, also natürlich stand der Leuchtturm oben auf der Iron Moor, gab es dann tatsächlich einen kleinen Generator, den man anschmeißen konnte, der dann eine Seilwinde bedient hat, der diesen Wagen die Schienen hochgefahren hat. Auch das war ja durchaus störanfällig, weil dieses Seil, was gezogen hat, durch die Kurven umgelenkt werden muss, durch Umlenkmasten, also alles eine ziemliche äh, abenteuerliche äh, Geschichte, aber dringend notwendig natürlich. Genau und vor allen Dingen ähm, musste man sich auch absichern. Also man mhm. hat nicht nur einen Landungsplatz gehabt auf der Insel, mhm. sondern zwei: einen östlicher und einen westlicher. Auf der Insel, weil man halt nicht riskieren wollte, dass ähm, wegen des schlechten Wetters unter Umständen auch mal teilweise keine Versorgung äh, möglich war und auch vielleicht keinen Austausch von äh, Mitarbeitern auf der Insel. Also, was, was trotzdem, das war schon alles sehr, sehr aufwendig. Ja, und was trotzdem nicht immer ja. geklappt hat. Trotzdem, man eben sagte, Ostseite, Westseite, dann hat man vielleicht immer eine Seite, wo, wo es weniger Sturm ist, wo es ruhiger ist. Selbst das ist nicht immer gelungen. Also, das ist so die Situation. Und äh, eine Besonderheit, äh, die Station hatte auch kein. Keinen Telegrafen oder auch keinen Funk zur damaligen Zeit. Die einzige Möglichkeit, sozusagen Kontakt aufzunehmen, war nochmal eine eigene kleine Lampe, eine Signallampe, mit der man dann die Hauptstation auf der Isle of Lewis erreichen konnte und sich da austauschen konnte und kurze Signale geben konnte. Das Problem dabei war allerdings, wenn das Wetter schlecht war und die Sicht schlecht war, konnte man eben auch diese Signallampe nicht benutzen. Das heißt, wer auf die Insel äh, wer auf der Insel stationiert war, war den, äh, ja, den, den Naturgewalten ausgeliefert und unter Umständen auch für eine längere Zeit durchaus mal abgeschnitten von der Kommunikation mit dem Festland. Und du hast es gerade schon gesagt, man hat versucht, erfahrene, ähm, stabile Persönlichkeiten, mhm. um es mal so zu formulieren, als Besatzung dort äh, hinzuschicken. Äh, eben drei Leute, das war die Idee. Und zeitgleich muss man sagen, dass zur damaligen Zeit jetzt der Arbeitgeber jetzt auch jemand war. Wenn man da irgendwie sich was zu Schulden kommen ließ, musste man zum Beispiel Konventionalstrafen zahlen. Ja. Das war nicht so, wie es heute vielleicht ist mit Arbeitgebern und Arbeitsschutz und anderen Dingen. Das war im Jahr. 1900 in dem Fall als noch ein bisschen anders. Ja, und ich habe mich auch gefragt, was ist, wenn da wirklich mal ein Unfall passiert einem äh, und einer verletzt wird oder krank mhm. wird oder was auch immer. Die mussten ja dann wahrscheinlich, das ist ein bisschen spekuliert äh, meinerseits, auch in der Lage sein, sich so erst zu versorgen mhm. ein bisschen ne? oder so die grundlegendsten Dinge zu tun, weil eben äh, kein Kontakt möglich war und äh, du kannst halt nicht äh, gut weg auch von der Insel du durftest auch gar nicht weg. Also es war tatsächlich so, dass äh, es verboten war, dass alle drei zur gleichen Zeit äh, den Leuchtturm verlassen oder alleine lassen. Es musste eigentlich immer jemand da sein, der dafür gesorgt hat, dass das Ganze weiterlief. Also das waren alles so Regeln, die äh, nicht von ungefähr kamen äh, und eigentlich so einen reibungslosen Ablauf garantieren sollten. Interessant, äh, genau, also im Gebäude musste einer ja, immer bleiben. Genau. Das wird hinterher nochmal wichtig, um es mhm. nochmal ganz präzise zu formulieren. Also die Insel durften sie eh nicht verlassen und ja. sollte auch halt immer ja. einer im Leuchtturmgebäude genau. verbleiben, um die Gerätschaften zu bedienen. Ähm, ein Job, der durchaus aber auch halbwegs gut bezahlt war. Also es war auch ein attraktiver Job und äh, die drei Leute, die da auf der Insel waren, waren zum Teil auch Familienväter, auch mit mehreren Kindern. Und wir nähern uns jetzt mal so dem Dezember 1900. Ich weiß gar nicht, haben wir alle Namen schon genannt? Nee, haben wir also noch wir nicht haben... gemacht, wollte ah, ich ja. jetzt genau. Ah, okay. Genau. Kommen. Also wir haben einmal den äh, schon erwähnten James Duckett, der 43 war, dann Donald MacArthur im Alter von 40 und als jüngstes Mitglied der Besatzung sozusagen Thomas Marshall mit 28 Jahren. Jetzt muss man. Äh nochmal anmerken, dass der MacArthur im Grunde genommen äh, ein, ein Assistent war, der eingesprungen ist, weil der eigentliche äh, dritte Mann äh, war erkrankt, der konnte nicht auf die Insel fahren und Joseph Moore, der der vierte, also diese Lighthouse-Besetzung bestand eigentlich immer aus vier Leuten, die dann so durchrotiert sind, der hatte also 14 Tage Urlaub, so dass also Duckett, der der Hauptleuchtturmwärter war, ähm, der ähm, Helf mir. Marshall, sein Assistent, genau, der Second in Command, wenn du so willst. Second Assistant ja. war, genau. Ja. Und äh, der MacArthur war dein genau. äh, Hilfsassistent, der ja. auf die Insel hinausgefahren ist. Genau, in den englischen Quellen als Occasioner äh, beschrieben, weil das. Ge also Gelegenheit. Genau. Das ist vielleicht so die Berufsbezeichnung, die sie hatten. Die reisen also im Dezember 1900 ähm, auf äh, dem Leuchtturm gewesen, auf Island Moor. Und im Grunde genommen Winterstürme, also alles was man so gewohnt war, also erstmal nichts sonderlich besonderes und dann gibt es eine Begebenheit am 15. Dezember des Nächtens, wo ein Schiff feststellt, guck mal, der Leuchtturm leuchtet gar nicht. Das ist natürlich auch eine schwierige Situation und die haben das relativ schnell per Telegraph gemeldet. Allerdings ist die Meldung nur an die Schifffahrtslinie gegangen. Also da haben sie natürlich dann sofort gesagt, was los war, dass der Leuchtturm äh, dunkel ist, aber das ist nicht weitergeleitet worden an das äh, Northern äh, Lighthouse Board und die hätten unter Umständen da schon stutzig werden müssen, wenn da äh, so eine Meldung reingekommen wäre, haben sie aber nicht gekriegt. Genau, das war der das Dampfschiff Archtor wenn ich es so ausspreche, Achtor geschrieben, mhm. das auf dem Weg von Philadelphia nach Leith war. Und die haben das also direkt als ähm, Telegraphenspruch abgesetzt. Allerdings ist das dann erst, äh, also das war am 15. Dezember und es ist dann ähm, erst am 18. Dezember, drei Tage später, nachdem das Schiff dann in Hafen eingelaufen ist, dann zum Lighthouse-Board gekommen. Du hast schon gesagt, die haben zwar weitergegeben, aber das Lighthouse-Board hat es nicht erreicht. Und äh, es war dann äh, geplant, dass das äh, ja, Schiff, was die Crew wechseln sollte und Versorgung bringen sollte, die Hesperus, ähm, sollte eigentlich am 20. Dezember dann rüberfahren. vorbeibringen, ja. Genau. Und das konnten sie aber nicht, weil das Wetter so schlecht gewesen ist, dass es sich dann nochmal bis zum 26. Dezember verzögert hat, bis die Hesperus auslaufen konnte und dann die Insel anfahren konnte. Jetzt war es Gewohnheit und auch äh, standardisierter Ablauf, dass die äh, Crew, die also auf dieser Insel ist, auf der Alien Moor, der großen Insel, ähm, das gelische Wort äh, Moor heißt äh, groß, äh, sofort Bescheid geben sollte, wenn sie äh, erkennen, dass da eben dieses Boot ankommt. Also mhm. das Boot gibt sich zu erkennen ähm, und die, es wird eine Flagge gehisst, sozusagen, wir sind bereit zum Crew-Austausch. Mhm. Und wir haben mitgekriegt, dass ihr da seid. Wir kommen jetzt runter und nehmen euch in Empfang. So wäre der Ablauf gewesen. Mhm. Es tat sich aber nichts. Also diese Flagge flog nicht. Es war niemand zu sehen. Es war still. Es war irgendwie schon gleich abzusehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Was auch noch gemacht wurde, damit das dann auch möglichst flüssig vonstatten ging, war, dass die äh, Truhen oder Boxen, mit denen man das Proviant und alles, was man so brauchte, entgegennahm, schon so weit runtergefahren war, dass man das schnell abladen konnte und einladen konnte. Also, das war auch so ein Vorbereitungsschritt, mhm. und auch das war nicht geschehen, als man sich also der Insel näherte, war also nicht nur keine Flagge zu sehen, also Schiff ist nicht gesichtet worden, sondern auch all die Vorbereitungen, die eigentlich zu treffen sind, wenn die Ablöse kommt, hatten nicht stattgefunden. Genau und nochmal, das war ja geplant, dass das am 20. passieren sollte, dann aber natürlich wegen des Wetters, das hätten die ja dann auch gewusst, erst später stattfinden konnte. Also die wären eigentlich ähm, darauf vorbereitet gewesen, ähm, das alles zu tun. Es ist aber nichts passiert und insofern ist Joseph Moore dann ähm, einfach an Bord, äh, an Bord, sage ich schon, auf die gegangen und hat gesagt, okay, ich gucke jetzt mal, was da los ist und was mhm. da nicht stimmt. Und äh, im Übrigen, die konnten ja hochgehen auch auf den Leuchtturm. Das heißt, die waren ja durchaus in der Lage, Ausschau zu halten und wenn man jetzt wartet, dass die, das Ablöseschiff kommt, Uh, kann es ja durchaus sein, dass einer auch oben steht und guckt, wann kommt mhm. denn, damit man das eben entsprechend vorbereiten kann. Ja, Moore kommt also auf die Insel an und da natürlich nichts vorbereitet war, musste er dann auch wirklich zu Fuß und konnte nicht mit dem Wegelchen also hoch, also ein ganz schönes Stück noch zurückliegen auf der Insel. Und er hat dann festgestellt: so ist es dokumentiert, dass sowohl das Sturmtor, was so, so, ein, ja, so einen kleinen Bereich um den Leuchtturm herum abgeriegelt hat, eine Außenmauer, so muss man sich das vorstellen, mit so einem Türchen. Das war geschlossen und auch die Tür zum Leuchtturm war geschlossen, aber als er dann reinkam, also zu der Unterkunft, da. zu der Unterkunft, mhm. ähm, hat er festgestellt, da ist keiner. Jetzt sah es aber auch, äh, so wie er es dann dokumentiert und beschrieben hat, also so aus, dass alles aufgeräumt war. Genau, und das ist hier schon mal der erste wichtige ja. Punkt. Ähm, vielleicht die ein oder anderen äh, da draußen, die die Geschichte kennen, haben mich jetzt vielleicht schon gestutzt. Ja. Ähm, es ist nicht so, dass äh, laut Bericht von Moore, da irgendwelche Stühle umgeworfen waren oder das Essen irgendwie halb gegessen auf dem Tisch ja. stand oder derlei Dinge mehr, sondern es war alles ordentlich aufgeräumt und sah überhaupt nicht nach einem Überfall oder sonst irgendwas Ungewöhnlichem aus. Genau, er konnte sehen, dass das Feuer im, äh, im Herd im Ofen äh, schon länger nicht gebrannt hat, ein paar Tage schon nicht, also es äh, schien offenbar ganz ausgekühlt zu sein. Er hatte noch mal in die Schlafräume geguckt und hat gesehen, dass in den Betten geschlafen worden ist. Ähm, äh, aber es war insgesamt relativ ordentlich alles aufgeräumt, aber es war halt niemand dort. Und die Uhren waren äh, nicht aufgezogen. Also, es ist nicht irgendwie was Übersinnliches. Die Uhren sind stehen geblieben, so wie man das manchmal ja. in äh, Urban Legends hat. Ähm, sondern die waren halt einfach nicht mehr äh, aufgezogen worden. Also, es waren halt Uhren, die man händisch aufziehen musste. Und das war wohl nicht mehr passiert. Also, war wohl schon einige Tage. Dafür sprach ja auch der Zustand des Kamins. Ähm, kein ähm, Mensch mehr da gewesen, der diese Dinge getan hätte. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Angelegenheit, wenn man so komplett abgeschnitten ist und nochmal Strom gab es nicht. Gab auch kein GPS, gab auch kein, kein äh, WLAN aus dem äh, Satellitenraum oder wie auch immer. Das heißt, um die Zeit auch dokumentieren zu können, gehörte es auch zur Aufgabe, die Uhren äh, in der Station im, ähm, im, im Leuchtturm und auch im angrenzenden Gebäude immer mal wieder aufzuziehen, damit man also auch wirklich die Zeit im Blick behalten konnte. Deswegen eben drei Leute, die im Schichtbetrieb sich um all diese Angelegenheiten immer kümmern konnte. Moore ist dann also raus und hat äh, gesagt äh, und ist dann runter zum Schiff wiedergekommen, hat Signal runtergegeben, hat gesagt, äh, ich brauche hier mehr Leute, hier ist was ganz komisch, alle sind weg. Und es wurden dann tatsächlich von der Hesperus zwei Leute noch abgestellt, die ihn erstmal dabei unterstützt haben, damit der Leuchtturm seinen Betrieb weiter aufrechterhalten kann. Eine weitere Untersuchung hat dann noch ergeben, dass es durchaus Schäden an einem der Anlandungspunkte gab, also auch heftige Schäden bis hin zu einem relativ großen, schweren Felsen, der ja äh, abgebrochen war oder, oder sich bewegt hatte. Und das stellte dann nur äh, über die Zeit fest. Also irgendwas war komisch äh, auf der Insel, aber die drei Leuchtturmwärter sind nicht aufgetaucht. Genau, der Captain der Hesperus hat auch relativ schnell dann per Telegramm dem Northern Lighthouse Board Bescheid gegeben, nämlich schon am 26. Dezember. Und das lohnt sich vielleicht tatsächlich da mal äh, die Nachricht auch. Ähm, sozusagen hier zu verewigen. Und die liest sich wie folgt. Ich übersetze jetzt: Ein schrecklicher Unfall ist auf den Flannens passiert. Die drei Wärter, Ducket Marshall und der Occasional, also der Gelegenheitswärter, sind von der Insel verschwunden. Die Uhren ähm, gingen nicht mehr, also die Uhren waren angehalten. Und es gab auch andere Zeichen, die anzeigten, dass ein, dass der Unfall ungefähr ein, vor eine Woche vorher passiert sein musste. Die armen Teufel äh, sind wahrscheinlich, äh, oder müssen wohl über einen Cliff ähm, geweht worden sein oder ähm, ertrunken sein, als sie versucht haben, den Kran zu sichern. Ja. Also an diesen Anlegepunkten waren Kräne, um mhm. dann den Waren entgegenzunehmen. Diese Kräne äh, dienten dann dazu, den, den, diesen kleinen Wagen ähm, zu beladen. Also, das sind die Ereignisse am äh, 26. Dezember, da sind die eben angekommen, abends wurde diese Nachricht abgesetzt, ähm, da sind wir aber schon quasi elf Tage, mhm. äh, nachdem das Schiff festgestellt hat, äh, in der Nacht oder zehn Tage, je nachdem, wie man jetzt rechnet, aber dass da der Leuchtturm nicht mehr geht. Und interessanterweise war natürlich auch klar für die Leute, die dort gelebt haben, zum Beispiel auf Louis, war auch klar, da ist was komisch, weil der Leuchtturm nachts nicht mehr geleuchtet hat. Man konnte ja bei halbwegs guter Sicht auch diesen Leuchtturm sehen von den anderen Inseln aus und es herrschte auch so eine gewisse Unruhe, was denn da wohl sei insgesamt in diesen Tagen, bis also das erste. Ähm, Ablöseschiff es geschafft hat. Ja, es hat dann natürlich noch durch das Northern Lighthouse Board, weil es eben ein sehr ungewöhnlicher Unfall war, wenn drei Leuchtturmwärter. Äh, versterben oder verschwinden oder wie auch immer, äh, eine offizielle Untersuchung gegeben. Die wurde von einem Vertreter dieses Northern Lighthouse Boards äh, durchgeführt, nämlich äh, Robert Moorhead Und der hat am 29. Dezember 1900 ähm, dort eben diese Untersuchung durchgeführt. Drei Tage später also. Drei der Tage ist dann später, schnell, das ging dann sehr, sehr schnell. Ja. Genau. Ähm, und äh, der kannte die auch. Das heißt, also der hatte mit denen zu tun und hatte auch dafür gesorgt, ähm, dass die überhaupt da in dienst gestellt wurden. und äh, jetzt kommt der nächste interessante aspekt, der äh, ganz oft auch falsch dargestellt wird, denn mohed berichtet dann, dass der occasional am ende ähm, wahrscheinlich in seinem hemd äh, die äh, den leuchtturm verlassen hat. und äh, häufig findet man inzwischen, dass dann gesagt wird, das ölzeug von dem macarthur sei ähm, gefunden worden. Äh, und das Interessante ist aber, das findet man dann in dem äh, in der Recherche von David March, dass der MacArthur äh, gar kein Ölzeug hatte. Genau, also der war ja eben, wie gesagt, also nicht immer da in Dienst und war entsprechend auch nicht so ausgestattet wie die anderen beiden. Ja. Und die Nachricht spricht auch tatsächlich dafür, dass der nicht mal seinen Mantel, den er hatte, der wird bei Mike Dash immer der Wearing Coat, davon mhm. hat er wohl selber gesprochen, genannt. Nicht mal den hat er übergezogen und es wird dann bei Mike Dash davon gesprochen, dass der wohl in seinen Shirt-Sleeves, also im Hemd, wirklich rausgerannt ist. Und das wiederum spricht dann natürlich dafür, dass es schnell gehen musste. Andere Dinge wiederum, wie die geschlossenen Türen und so, widersprechen dem so ein bisschen. Aber dass der nicht mal seinen Mantel mitgenommen hat, zeigt schon, dass es irgendwas war, was dringend war. Und wir halten nochmal fest, es wurde kein Ölzeug mhm. gefunden. Das ist mal ganz wichtig, egal wie oft es an verschiedensten Stellen zitiert wird. Das ist nicht das, was Herr Moorhead in seinem Bericht schreibt. Und sein Bericht, also nachdem er sich das da alles angeschaut hat, ist zusammen, kommt zu dem Schluss, ich werde es hier mal einmal auch vorlesen, dass die Beweise, die ich beschaffen konnte, überzeugten mich davon, dass die Männer am Samstag, den 15. Dezember, bis zum Abendessen im Dienst waren, dass sie hinuntergegangen waren, um eine Kiste zu sichern, also eine Box, also eben so eine äh, Vorratskiste, die man für die Ablösung sozusagen bereitstellt, äh, in der die Festmachseile, die Landungsseile und so weiter aufbewahrt wurden und die in einer Felsspalte etwa 110 Fuß, 34 Meter über dem Meeresspiegel befestigt war. Also das war so eine Seilkiste, gar, stimmt mhm. gar, gar keine Vorratskiste, sondern in dem Fall so eine mhm. Seilkiste. Und dass ein besonders großer Seegang die Felswand hochschlug, über sie hinweg äh, schlug und sie mit ungeheurer Kraft hinuntergefegt hat. Also im Grunde genommen nicht die Welle, die, auf das Land kam, sondern sozusagen der Backslash, als das Wasser sich dann wieder von äh, der äh, Küste oder von von der Insel zurückgezogen hat, hat sie mit ins Meer gerissen. Das war der Bericht, mhm. der Abschussbericht im Grunde genommen dessen, was Moorhead sich auf der Insel angeschaut hat und ähm damit war aber natürlich die Sache überhaupt nicht vorbei. Nee, es gibt immer Menschen, die dann ähm, die Fakten, die vorhanden sind, in irgendeiner Form nicht genügend finden und dann äh, aus ungesicherten Quellen noch Dinge hinzu erfinden Und ähm, auch das ist tatsächlich passiert auch in den Medien und an, in der Art, in der auch schon ähm, zeitgleich zu diesem Unfall oder in der Zeit danach äh, darüber berichtet wurde. Also es war relativ schnell so, dass da Fakten dazu kamen, die tatsächlich durch diese Berichte gar nicht belegbar waren. Um, und es kam noch hinzu, dass es dann um, in einem amerikanischen ja, Magazin, wie auch immer, wo man ja eh nicht so genau wusste, ist es jetzt Fiction oder ist es äh, Fakt, um, von einem Logbuch oder von Logbucheinträgen die Rede war, mhm. ja, die das Ganze noch mal viel mysteriöser gemacht haben. Also es war relativ schnell in den Berichten die Rede davon, dass da Stühle umgekippt sind. Dann kam dazu, dass das Essen nur so halb gegessen war und alles unordentlich auf dem Tisch stand. Und ähm, dann kamen eben diese Logbucheinträge, die man sich eigentlich auch mal genauer angucken muss, äh, müsste, äh, um auch diese Unheimlichkeit, die dann, dieses Mysteriöse, was dann dazukommt, richtig zu würdigen. Also das geht schon sehr, sehr in Richtung äh, mörder Mystery oder irgendwas übernatürlichem, wenn man dann liest, dass da in diesen Einträgen von einem Sturm die Rede ist, so wie ihn die Person, also es wird dann Marshall zugeschrieben, noch nie erlebt hat, in 20 Jahren nicht. Und ähm, dass dann der Ducket zunehmend ruhig ist, ja. dass der MacArthur immer geweint hätte und dass der Sturm dann durch die Nacht weitergegangen wäre. Und äh, dann irgendwann hätten sie alle nur noch gebetet äh, im grauen Tageslicht. Und dann, also wir befinden uns bei den Einträgen so vom 12. bis zum 15. Dezember. Wir können ja mal kurz. Ja, so, ich so glaube, Stich, es lohnt sich Stichung, tatsächlich ja. ja, ja. Also so angebliche Logbucheinträge, die man gefunden hat und die beginnen dann oder werden zitiert immer mit dem 12. Dezember. Sturm, Nord, Nordwest, die See wild aufgepeitscht. Sitzen durch Sturm fest, 9 Uhr abends. Dann auch am 12. Dezember noch nie so einen Sturm gesehen. Alles soweit in Ordnung. Dukat gereizt. 12 Uhr. Sturm wütet immer noch. Wind konstant. Sitzen durch Sturm fest. Können nicht hinausgehen. Schiff passiert und bläst Nebelhorn. Konnte Lichter von Kabinen sehen. Dukat still. MacArthur weint. 13. Dezember. Sturm hielt die ganze Nacht über an. Wind dreht von West auf Nord. Dukat ruhig. MacArthur betet. 12 Uhr mittags. Graues Tageslicht. Ich. Duckett und MacArthur haben gebetet. 15. Dezember, 13 Uhr, Sturm vorbei, See ruhig, Gott ist über allem. Ja, das liest sich fast wie so eine Horrorgeschichte in Kurzform, wenn man so möchte. Und das liegt natürlich nahe, dass an dem Tag, wo sie dann endgültig verschwunden sind, das Wetter nicht verantwortlich sein konnte. Ja. Denn da war der Sturm ja vorbei, den haben sie vorher noch irgendwie so ganz gut... Ausgehalten saßen drin in ihrer Unterkunft fest und man merkt natürlich an der Beschreibung da auch, dass irgendwas zwischen den Männern nicht in Ordnung gewesen ist. Also wenn dann äh, solche gestandenen und ähm, harten Leute wie wie diese ähm, Leuchtturmwärter anfangen zu weinen oder ganz still werden, eine Autorin, deren Artikel ich äh, hinterher gelesen habe, hat daraus sogar gemacht, dass er abrupt verstummt ist der Ducket der und dann ähm, fast wie, wie mit Stummheit geschlagen, auf einmal gar nichts mehr gesagt hat. Also das sind natürlich dann sehr ungewöhnliche Verhaltensweisen und man merkt vielleicht auch an diesen Einträgen, dass der Marscher, der jüngste, der das geschrieben hat, sich vielleicht sogar ein bisschen gefürchtet hat, weil er nicht einschätzen konnte, was jetzt passiert auch was untereinander passiert, ein bisschen Auflockerung und da kommt dann auch wieder so ein bisschen Religiosität und Glaube mit hinein, gibt es dadurch, dass sie dann eben am Ende doch zusammen gebetet haben im grauen Tageslicht, was ja auch so ein bisschen was Unheimliches hat. Und ähm, Gott sozusagen beschließt dann äh, diese Logbucheinträge, ähm, was natürlich zum einen heißt, dass äh, Gottes Schöpfung sich wieder so ein bisschen beruhigt hat und auf der anderen Seite hat es aber auch so ein bisschen was davon, naja, Gottes Wille geschehe. Ähm, und danach kommt halt nichts mehr. Danach sind sie verschwunden und man hat nie wieder was von ihnen gesehen oder gehört. Alexa hatte aber auch schon wieder so ein wenig <laughs> die, die, ihre Geschichten-Erzählstimme <laughs> ja. äh, äh, angeworfen, denn äh, das hat der Dash dann auch sehr schnell rausgearbeitet in seinem Essay. Diese vermeintlichen Logbucheinträge von Marshall sind deutlich später erst aufgetaucht über zeitungsartikel und andere publikationen und man muss davon ausgehen dass das jemand sich einfach ausgedacht hat was auch dafür spricht dass das so ist es nicht nur dass es mehrere jahre später erst aufgetaucht ist dieses angebliche logbuch sondern dass der stil dessen was dort aufgeschrieben wurde gar nicht dem entspricht was eigentlich in den logbüchern drin steht denn da werden nicht die Emotionen oder was die so äh, äh, gebetet haben, aufgelistet, sondern diese Logbücher waren im Wesentlichen zur Beobachtung des Wetters, äh, sind die geführt worden. Oder aber auch natürlich, wenn man feststellt, dass der Sturm irgendwas beschädigt hat oder so, das sollte dokumentiert werden, aber nicht die persönlichen. Befindlichkeiten, sage ich mal, der mhm. Leuchtturmwärter, die haben in diesen Logbüchern gar nichts äh, zu suchen gehabt. Das hat äh, Mike Dash wirklich schön analysiert, denn für wen wurden die geschrieben, diese Logbücher, für das Northern Lighthouse Board? Ja. Das heißt, also es war ein behördliches Dokument im, im Prinzip, was sie da geführt haben und da hatten dann eben solche Dinge wie so und so ist gereizt, äh, nichts zu suchen und es kommt noch erschwerend hinzu, dass gar nicht einer alleine äh, für das Logbuch verantwortlich gewesen wäre, sondern wer auch immer gerade eine ähm, Schicht hat, ja. da auf der Insel, der macht auch die Einträge und äh, insofern kann man eigentlich aufgrund dieser Einschätzung schon davon ausgehen, dass das ein Hoax ist, dass das eine Fälschung ist. Es macht ein bisschen schwieriger, dass das äh, Originallogbuch verschütt gegangen ist. Genau. Mike Dash hat versucht, äh, da auch Dinge zu unternehmen. Äh, vermutet dann aber, dass es noch bei Gericht liegt, dass das es gar nicht wieder zurückgekommen ist ins Archiv. Genau, also er hat, also das wäre jetzt das einfach sozusagen, na gut, mhm, wenn es diese Logbücher gegeben mhm. hat, das kann man ja prüfen. Mike Dash hat dann tatsächlich mit der Archivarin des äh, Northern Lighthouse Boards Kontakt aufgenommen und die hat ihm dann mitgeteilt, wenn wir es hätten, würden wir sie auch reingucken lassen, so nach dem Motto. Und da hat dann die Archivarin vermutet, dass es bei der gerichtlichen Untersuchung, die es ja dann auch nochmal gegeben hat, weil da ja auch Menschen dann irgendwann für tot erklärt werden müssen mhm. und solche Dinge, dass die, dass dieses Logbuch nicht vom Gericht zurückgekommen ist. Und da offensichtlich irgendwo verschütt gegangen ist. Das heißt, dieses Dokument würde es natürlich eindeutig belegen. Wir finden aber natürlich bei den Dingen, die Herr Moorhead, der da die offizielle okay. Untersuchung vor Ort ähm, getätigt hat, dass im Grunde genommen äh, bis zum 13. im Grunde genommen Dinge im Logbuch aufgeschrieben waren. Das konnte er finden. Und dass dann weitere Notizen auf so eine Tafel drauf geschrieben worden sind. Es ist wohl offensichtlich so gewesen, dass die besondere Beobachtungen auf eine Tafel geschrieben haben. Und dann abends nehme ich mal an, wenn sie beieinander gesessen haben in diesem Leuchtturmwetterwohnungshäuschen, Wohnungshäuschen, äh, dann jemand gesagt hat, ich überführe das jetzt mal ins Logbuch, aber damit nichts vergessen wird, wurde das immer schnell auf so eine Tafel geschrieben. Und diese Eintragungen enden im Grunde genommen eben am 15. Dezember. Und die Tatsache, dass die Küche auch aufgeräumt war äh, und andere Umstände lassen ja Murhet dann zu dem Schluss kommen, dass sie irgendwie nach dem Mittagessen am Nachmittag ähm, verschollen sind, dass da also was passiert ist. Genau, also es gibt jetzt, was diese Geschichten angeht, ähm, Vermutungen, Spekulationen, Stories, die von. Naja, könnte noch irgendwie sein, bis hin zu, okay, keine Chance, dass irgendjemand das glaubt, reichen. Ja. Ähm, das heißt also, wir haben es hier zu tun mit Vermutungen, wie einer von den äh, Männern auf der Insel hat die anderen beiden umgebracht mhm. und anschließend sich selber, weil sie sich irgendwie gestritten haben. Dann, sie sind irgendwie von einem vorbeifahrenden Schiff, äh, beziehungsweise dessen Crew entführt worden oder umgebracht worden. Dann äh, sie sind einfach ähm, von der Insel abgereist, weil sie irgendwo anders ein anderes Leben führen wollten. Äh, und dann kommt man langsam so ein bisschen in die noch fantastischeren Bereiche. Äh, und da müssen wir kurz drüber reden, welche Rolle da der Ort spielt, an dem sie sich aufgehalten haben, nämlich mhm. die äh, große Insel, die Alienmoor. Ähm, also die wird in der Sagenwelt äh, in der schottischen als ähm, Teil der Seven Hunters äh, beschrieben. Das sind also sieben Inseln in diesem Bereich, die dazuzählen. Wobei Dash ähm, relativ äh, klar analysiert: Man weiß bei diesen vielen, vielen ja. Inseln gar nicht, welche genau das denn sein sollen. Das sind eigentlich nämlich viel es sind mehr. Sind viel viel mehr genau. Und welche davon sind jetzt warum äh, die Seven Hunters? Man, man weiß aber aus ähm, historischen Quellen, dass äh, es durchaus sehr, sehr viele abergläubische Vorstellungen gegeben hat, die mit dieser Insel, mit der Alien Moore, in Verbindung standen. Ähm, solche Dinge wie, dass man sich erzählt hat, dass das kleine Volk dort noch lebt, ähm, dass auch die Macht hat, Menschen in Vögel zu verwandeln, überhaupt, dass es da gigantische Vögel gibt, mhm. äh, dass man ganz bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen muss, wenn man nicht von den bösen Geistern dort ähm, irgendwie beeinträchtigt werden möchte, also bestimmte Begriffe durch spezielle Begriffe auf dieser Insel ähm, ersetzen muss. Und daraus manche, machen dann manche Autoren, die es gerne ein bisschen mysteriös haben, möchten, dass auf dieser Insel nur eine ein ganz ganz alter verschollener Dialekt gesprochen werden darf. Mhm. Und da ähm, schlüsselt Dash aber auf, dass dem nicht so ist. Also es gibt eine Quelle aus dem 17. Jahrhundert, meine mhm. ich, mhm. wo das aufgeschlüsselt wird mit den Wörtern, die dort verwendet werden dürfen und da zeigt sich halt, dass das gälische Wörter sind. Ja. Relativ geläufige gälische Wörter, aber man darf halt nicht gebräuchliche Ausdrücke benutzen, sondern ist dann per Aberglaube dazu angehalten, eben diese Wörter zu verwenden. Ich erspars euch jetzt das alles wahrscheinlich sehr falsch auszusprechen und aufzuschlüsseln. Das könnt ihr euch dann angucken, wenn ihr das möchtet. Dash sagt aber auch dass es fraglich ist, ob dieser alte Aberglaube noch so furchtbar lebendig gewesen ist 1900, als eben dieser Unfall passiert ist. Aber es gibt Menschen, die erzählen eben, dass das kleine Volk äh, diese ähm, Leuchtturmwärter in Vögel verwandelt hat, weil sie sich irgendwie falsch verhalten hätten und weil sie Eindringlinge gewesen sind und dass der Joseph Moore, als er da an Land gegangen ist, drei riesige Vögel gesehen hätte, die dann irgendwie weggeflogen und in die See getaucht wären und derlei Dinge mehr, bis hin zu Spekulationen, dass die drei von UFOs entführt wurden. Das kam ein bisschen später, als dann UFOs ja. en vogue wurden. Da gab es natürlich auch UFO-Verschwörungserzählungen rund um die Leuchtturmwärter. Ähm, die wahrscheinlich plausibelste Theorie, die auch unter anderem erklärt, warum das Wearing Jacket äh, noch da daher, also die, die, die der, dicke, wearing coat, ja. der Wearing Coat, die dicke Jacke, mhm. äh, nicht mitgenommen worden ist, ist, eine Theorie, die Dash ähm, vertritt, die auch dann andere erfahrene Leuchtturmwärter, die sich mit dem Fall beschäftigt haben, unter anderem ein Leuchtturmwärter, der später dann auf Ernie Moore auch tätig war, mhm. ähm, äh, erzählt und als plausibelste Variante annimmt, dass eben äh, Duckett und MacArthur äh, tatsächlich versucht haben, entweder was im Sturm zu sichern oder ähm, äh, sicherzustellen, dass Dinge im Sturm nicht kaputt gehen, denn wenn man, wenn Sachen beschädigt wurden und es wurde einem was nachgewiesen, dass man da selber schuld dran ist, dann musste man Strafen zahlen und MacArthur hatte da schon mal fünf Schilling, was gar nicht so wenig Geld war, zur damaligen Zeit Strafe zahlen müssen, weil was kaputt gegangen war auf einem der Leuchttürme bei denen er gearbeitet hat. Und die Theorie ist dann eben, als die beiden versucht haben, vielleicht einen Kran, vielleicht so eine Box zu sichern, dass einer von den beiden von einer Welle erfasst worden ist, dann rausgezogen worden ist. Und der andere zurückgelaufen ist äh, und dann versucht, gesagt hat, komm schnell raus. Äh, einer ist gerade äh, ins, ins Meer gezogen worden und dann eben die Eile sich erklärt, warum dann nicht noch die Jacke angezogen worden ist. Man ist zurückgelaufen, hat versucht, den dritten Mann zu retten und dabei sind dann die anderen beiden bei diesem Rettungsversuch auch ähm, von der Welle erfasst worden und ins Meer gezogen worden. Das ist, so nach allem, was wir jetzt in den letzten Tagen gelesen haben, wahrscheinlich eine der plausibelsten. Möglichkeiten, so wo man ganz wenig andere Annahmen haben muss, die Höhe der Wellen, die die Insel erreichen würde, dazu passen, wir wenn man haben, an der falschen Stelle steht. Genau, wenn wir uns noch mal äh, genauer angucken, was für Sturmschäden es definitiv gegeben hat, also mhm. diese verbogenen ähm, Metallteile und auch eine ähm, ähm, Lifebuoy, also eine boje die da befestigt war wo dann genauere untersuchung schon ergeben hat dass das dass die abgerissen wurde mhm. also dass die nicht abgenommen und benutzt wurde sondern dass sie durch wasser ähm, abgerissen wurde was da eben hochgeschwappt ist und sich wieder zurückgezogen hat und ein ungefähr wird immer mit einer tonne beschrieben ein, ein felsbrocken mhm. ein riesiger sich gelöst hat und sich dann weiter unten auf dem beton auf der auf diesem Betonweg auf dieser Treppe befand. Also all das spricht eigentlich dafür, dass das Wasser da eine unfassbare Kraft entwickelt hat. Und es wäre also schon ein, sagen wir mal so, ein besonderes Phänomen gewesen, eine plötzliche und überraschende Welle, aber äh, kein Phänomen, was es nicht durchaus dort hätte geben können. Ja. Dadurch, dass man sich so weit außerhalb gefunden hat und natürlich die Körper da auch dann natürlich sehr an die Felsen geschlagen wären vermutlich, ähm, äh, ist dann auch zu erklären, warum man die Leichen der drei Leuchter nie gefunden hat und man sie dann am Ende in Abwesenheit der Leichname für tot erklärt hat. Jetzt haben wir sozusagen äh, die Situation auf der Insel beschrieben. Wir haben eine plausible Erklärung für das Verschwinden der drei Leuchtturmwärter gegeben. Und wir haben angedeutet, was es alles so für Erzählungen drumherum gibt. Wir wollen die gar nicht aufbereiten. Wenn ihr nach den Leuchtturmwärtern sucht, werdet ihr zahllose Internetseiten finden, die all diese Motive, die wir jetzt aber genannt haben, von den drei Vögeln über das kleine Volk äh, bis hin zu Aliens, bis hin zu äh, äh, ja, Gewalttaten, die da zitiert werden, ähm, alle haben und ihr könnt das dann einordnen. Wir werden euch auch eine äh, Doku aus dem Jahr 2001 mal verlinken, wo nochmal vor Ort ein Kamerateam unterwegs gewesen ist. Und auch in dieser Doku werdet äh, ihr feststellen, dass Menschen davon ausgehen, zum Beispiel, dass diese Logbucheinträge stimmen und philosophieren darüber, wenn doch dann kein Sturm am 15. war, ist es ja schon auch komisch und Dash hat eben relativ gut und plausibel nachgewiesen, dass dies gefälschte Einträge sind, aber wobei die die ich glaube die Besatzung der Art schon das Wetter als, ähm, ich glaube, trocken, aber stürmisch ja, beschrieben, beschrieben hat. hat. Ja. Also, also klar, aber stürmisch, meine ich, war die Bezeichnung. Ja. Also insofern wäre das mit den Wellen durchaus möglich gewesen. Ich würde vielleicht am Ende nochmal zwei Worte darüber verlieren wollen, was man eben daraus ablesen ja, kann, wie genau. darüber erzählt wird. Weil man eigentlich doch ganz klar immer wieder die Motive erkennt, die uns Menschen umtreiben. Und wir gehen da sehr oft folgendermaßen vor wir fangen an, äh, ein Informationsvakuum ähm, mit eigenen Informationen, die wir uns vorstellen können, dass sie mhm. vielleicht plausibel sind, aufzufüllen. Und etwas, das ohnehin schon als ähm, ungewöhnlich beschrieben wird, noch ungewöhnlicher macht. Also zum Beispiel diese Tatsache, die ja jetzt nicht völlig von der Hand zu weisen wäre, aber dennoch spekulativ ist, dass da die Stühle umgeworfen sind und das Essen noch halb gegessen auf dem Tisch stand. Das ist so dieses Mary Celeste-Phänomen. Mhm. Und auch da stimmte es schon nicht. Aber sollte im Erzählen und sollte für uns Menschen, die das dann hören, diese Geschichte noch mal plausibler machen, wie plötzlich dieses Ereignis eingetreten ist und wie horrorhaft und mysteriös das Ganze ist. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass Horror ähm, immer der Einbruch des Unheimlichen in den Alltag ist, dann ähm, ist das natürlich genau das, was hier passiert und was in diesen Geschichten ausgedrückt werden soll. Und wenn wir dann immer wieder... Erst auf Verbrechen zurückkommen, die wir Menschen zutrauen. Also wir sagen, es kann kein Unfall gewesen sein, sondern da muss irgendwas Mörderisches im Spiel gewesen sein. Zeigt das natürlich eine gewisse Menschen- und Weltsicht oder erst recht, wenn wir dann eben von Sagengestalten sprechen und davon, dass diese Insel als eine Insel des Todes bezeichnet wird in der Sagenwelt und von dort ausgehend dann eben diese Motive einem ja tragischen Unfall überstülpen. Übrigens, Moor wird auch manchmal dann als Todesinsel hm, oder Insel genau. der Toten übersetzt, was halt ja. Quatsch ist. Du hast es ja, ja schon gesagt, dass Die es aber eine Insel. große ja. Insel heißt. Das ist heißt. das, was ich mir von meinem kurzen Gälisch-Exkurs noch gemerkt habe, dass Moor groß heißt. Ja. Äh, ein weiterer Aspekt, so auch aus einer psychologischen Perspektive heraus, ist natürlich, dass wir uns die das Leben auf so einer der äußersten Inseln, der äußeren Hebriden hm. auch gar nicht vorstellen können, wenn wir da nicht schon mal gewesen sind. Und dass wir uns auch gar nicht vorstellen können, wie das Meer unterwegs ist. Und da ist das Meer an der Nordsee äh, doch mal eine andere Hausnummer als da draußen, äh, wo dieser Leuchtturm steht. Ein guter Beleg dafür ist, dass von einzelnen Bohrinseln durchaus auch schon mal Wellen beschrieben worden sind, die gesehen wurden mit einer Höhe von über 50 Meter. Das ist für uns das ist wie eine Wand. schwer nachvollziehbar nachvollziehbar und auch die Wirkung einer Welle, die dann auf so eine Insel schlägt, können wir uns kaum vorstellen und deshalb sind da natürlich äh, wirkt so eine Erklärung auf uns unglaubwürdig, weil wir sagen, na ja, ich war auch schon mal am Meer und an den Felsen und das also so heftig können die Wellen ja gar nicht sein. Und das ist auch so etwas, weil wir natürlich in völlig nachvollziehbarerweise auch unsere eigenen Frame of Reference, also das, was wir als Erfahrungswelt in uns tragen, natürlich immer anwenden. Und wenn das natürlich mit der Realität nicht zusammenpasst, dann können auch plausible Erklärungen für uns dann plötzlich unplausibel werden. Und dann kommen wir zu all dem, was Alexa gesagt hat, dann müssen wir Irgendwas dazu erfinden, was was diese, diese diese diesen Unterschied plötzlich dann doch wieder erklärbar macht. Man man kommt dem Ganzen ein bisschen auf die Spur, wenn man sich vorstellt, was für eine unglaubliche zerstörerische Kraft ein Tsunami entwickeln kann, mhm. was ja auch wirklich tragische Ereignisse sind, die Menschen mitten aus dem Leben reißen, Mensch und Tier mitten aus dem Leben reißen und Landstriche verwüsten können. Und äh, man merkt doch auch an diesen Geschichten immer dass wir letzten Endes der Natur, wenn sie dann wirklich mit Gewalt daherkommt, nicht viel entgegenzusetzen haben. Hm. Und jetzt wird's fast schon wieder politisch. Wir werden immer den Kürzeren ziehen. Also ja. wenn die Natur zuschlägt und wir nicht aufpassen, können wir noch so hochtechnologisch unterwegs sein, da werden wir Schreckliches erleben. Und genau im Hinblick auf die Klimakatastrophe da muss man das leider auch sagen. Wir werden, was das angeht, den kürzeren ziehen, wenn wir nicht aufpassen und was unternehmen. Zum Abschluss müssen wir noch eine Kulturreferenz äh, ziehen, weil sonst werdet ihr sie uns drunter schreiben. Ja. Äh, es gibt den Film Keepers, die Leuchtturmwächter, den haben wir uns auch angeschaut tatsächlich. Der lose und ich sage, sehr lose äh, auf den Ereignissen basiert. Da haben sich also Drehbuchautorinnen ausgedacht, was passiert werden könnte und erzählen dann dort diese Geschichte von Keepers. Wir wollen die nicht spoilern. So ein bisschen, ja, blutig, brutal ist die mhm. Geschichte. Da gibt es einen Einfluss von außen und es ist aber jetzt auch nichts Übernatürliches, was da passiert, sondern es ist eher so ein Psychodrama. Ja, so könnte man es formulieren. Und darunter schwebt auch so ein ganz kleines bisschen. Der Aspekt natürlich des Quecksilbers, ich habe es schon mal eingangs gesagt, das wird einmal nur kurz thematisiert, aber so der der die psychische Belastung der Leute könnte natürlich auch da ein bisschen drin begründet sein, denn es gibt so etwas wie die Hutmacherkrankheit, so wurde das genannt. Das ist etwas, was Menschen entwickeln, die tatsächlich in, äh, mit Quecksilber gearbeitet haben und das ist ein echtes Problem, denn es ist im Grunde genommen oder das Hutmachersyndrom, syndrom ist eine Quecksilbervergiftung und eine Quecksilbervergiftung kann durchaus auch Einfluss auf die psychische Gesundheit von Menschen dann haben neben anderen Erscheinungen und neben den Hutmachern, die mit Quecksilber umgegangen sind, die haben nämlich Quecksilbersalze verwendet um Filz und und solche dinge zu behandeln, waren auch leuchtturmwärter davon betroffen, weil die eben auch dem quecksilber ausgesetzt waren weil die großen das, Drehfeuer gelagert waren. Das war mir wirklich neu. Vielleicht noch kurz eine Ergänzung zu dem Film. Ich hatte mich so gewundert, dass ich den unter zwei verschiedenen Titeln gefunden habe und habe hinterher nachgelesen, der hieß ursprünglich The Keepers und ist dann irgendwie später in The Vanishing umbenannt worden. Also ihr werdet den unter äh, zwei Titeln finden, aber ihr müsstet ihn eigentlich ausmachen können. Ah, interessant. Dann ist Vanishing wahrscheinlich der englische Name, denn im deutschen, mhm. also in, äh, im äh, deutschen Markt, wir werden euch den auch mal verlinken, falls ihr euch den äh, dann doch auch anschaffen wollt oder aus ausleihen wollt. Äh, ich glaube, in der deutschen Ausleihversion heißt er dann tatsächlich, was ja. die mhm. Leuchtturm wollte. Kann natürlich gut sein, dass er sich im Englischen dann auf Vanishing äh, ja, also ich äh, hatte umentschieden Ich habe nur gelesen, dass sie ihn irgendwie umbenannt haben. Warum weiß ich auch nicht. Ja, ja interessant. Mhm. Noch ein Mysterium. <laughs> ja, wir werden es nie erfahren wahrscheinlich. Ja, damit äh, haben wir eine mal wieder so eine unerklärliche Geschichte, so wie mit der Marie Celeste oder dem Zeppelin, der plötzlich verschwunden ist, äh, rausgesucht. Und auch hier können wir wieder sehr schön feststellen, wie Menschen versuchen, äh, hinzuzudichten und Wirklich, wir können nur die dringende Empfehlung geben, das äh, Essay von Mike Dash, dass ihr euch das mal in Ruhe durchlest. Äh, ist ein mhm. bisschen fummelig, weil man sich die PDF, da muss man sich so einmal registrieren, das ist aber tatsächlich dann auch kostenfrei und dann kann man die PDF runterladen. Lohnt sich aber wirklich. Weil das wirklich wunderbar aufbereitet ist und wo auch eine, ein, ein Geisteswissenschaftler in dem Fall, ein Historiker, da mal zeigt, wie er zu seinen Schlüssen kommt, wie er recherchiert, wie die er selber Kritik. auch durch Fußnoten. Ja. Äh, Kritik betreibt und auch sagt, wo er selber Dinge nicht erklären kann oder welche Schlüsse er zieht, Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man das anständig macht. Das sollte man sich auf jeden Fall mal angeschaut haben in einer ruhigen Minute. Und das geben wir euch gerne als Empfehlung mit. Also wenn ihr sagt, Keepers auf Film gucke ich lieber, als so ein PDF zu lesen. Ich würde in dem Fall tatsächlich sagen, ja. liest lieber das PDF. Oder bei, ja, Ab, erst das PDF und dann den Film. Ja, ja. Ich, ich würde auf jeden Fall das PDF empfehlen. Ja. Ähm, damit wollen wir mal das tragische Schicksal der drei Leuchtturmwärter, die dann ja auch ihre Familien zurückgelassen haben, zum Ende kommen lassen mit der heutigen Episode? Und du müsstest jetzt nochmal aufklären, ob es denn diesen Leuchtturmfilm dann im mhm. Bordkino der Titanic tatsächlich gegeben hat und ob der vielleicht so beliebt war, weil man damals ein paar Jahre, eine Dekade knapp nach dem Verschwinden der Leuchtturmwärter das besonders spannend fand. Hm. Schauen wir mal. Die Auflösung. Ja, den Film hat es tatsächlich gegeben von 1911 mit Mary Pickford, diesen Stummfilm, diesen Kurzfilm über die Tochter des Leuchtturmwärters, allein das klingt ja schon total romantisch, oh. genau. Ähm er ist aber mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit einfach aus dem grund nicht an bord der titanic gezeigt wurden, äh, worden weil es da keine kinovorführungen gegeben hat also es ist natürlich spekulation äh, zu sagen es kann natürlich jemanden gegeben haben der dann projector mit an bord genommen hat und dann irgendwie in seiner kabine filme gezeigt hat aber es gab kein designiertes kino äh, keine filmvorführungen die auf dem programm standen und insofern weder Poseidon Adventure noch äh, die äh, Geschichte mit dem Leuchtturm sind da gezeigt worden. Aber das Ganze ist erstaunlicherweise irgendwie immer mal wieder im Umlauf und so als Urban Legend ähm, nicht tot zu kriegen. Und dann aber immer äh, mit dem Vermerk, dass da eben die Poseidon Adventure gezeigt wurde, was ja dann wieder eine, ein Foreshadowing, also ein, ein Voraus. Ähm, Projektion dieser kommenden Ereignisse für die Titanic gewesen wäre. Und ähm, ja, das scheint auch wieder so eine Geschichte zu sein, die die Menschen fasziniert. Ja, da fällt mir jetzt noch ein, da muss ich noch den Hinweis drauf geben, äh, wenn du sagst Titanic, und wir reden da so ausführlich drüber, es gibt ein Projekt, Titanic Honor and Glory heißt das. Und da haben Leute tatsächlich in der Unreal Engine, für alle, die das nicht interessiert, äh, was das ist, das ist ein 3D Engine, die Titanic komplett nachgebaut. Und da kann man dann tatsächlich verschiedene Demos auch runterladen. Das ist kostenfrei und kann dann, äh, ja, sich Sachen angucken, inklusive bei der Demo 401 aus dem Jahr 2023 tatsächlich nahezu alle Decks der Titanic und man kann dann wie in so einem 3D-Shooter da so rumlaufen, aber da passiert halt nichts außer dass man auf dem Schiff rumläuft, aber es ist äußerst beeindruckend. Und wen das interessiert, ich werden das mal nochmal mit verlinken. Da könnt ihr euch das dann anschauen. Wer schon immer gesagt hat, mich würde mal interessieren, wie es auf der Titanic ausgesehen hat, das, das man mit so Sicherheit beeindruckend. Tipp am Rande. Ja, damit sind wir am Ende bei der 349. Episode von Huxilla und ich würde heute Abend oder heute am Abend, am Abend der Sendung äh, würde heute gerne noch einen kleine, kleinen Shoutout nochmal machen. Zunächst einmal erneut vielen Dank für alle diejenigen, die uns unterstützen. Aber es ist fast ein Jahr her dass ich mal wieder nach Auphonic-Credits gefragt habe, denn wir produzieren ja diese Folgen immer mit einer, mit einer Audio-Software nach, die dafür sorgt, dass die Lautstärke immer schön gleich ist und dass, der, dass die Qualität gleich bleibt ist und Steuergeräusche verschwinden, all solche Dinge. Und wenn ihr auf unsere Homepage geht, auf die oxilla homepage da findet ihr so im rechten Randbalken der Seite gibt so einen Punkt, »Lasst uns gut klingen«. Und wer uns sonst nicht unterstützen mag und wer sagt Dauerauftrag mache ich nicht und das ist mir alles blöd und ich weiß ja nicht, was die sich dann davon kaufen, der kann uns da auf Phonic Credits äh, sponsoren. Und wenn man da draufklickt, da kann man uns dann eben Produktionszeit schenken und das geht dann wirklich auch in den Podcast rein und ist äußerst hilfreich. Insofern der Hinweis, wenn ihr da äh, uns unterstützen möchtet, könnt ihr ich sag mal, wer sechs Euro äh, spendet, der kann uns dann zwei Stunden Produktionszeit spenden. Oder wer einen Auphonic-Account sich mal irgendwann geklickt hat und da noch Guthaben hat und sagt, ich benutze das eh nicht, der kann uns das auch überschreiben. Also alle Phonic-Nutzer kennen das sowieso. Genau, vielen, vielen Dank an euch, äh, alle, die uns auf die unterschiedlichen Arten und Weisen unterstützt genau. und ähm auch äh, uns ja äh, nette Worte zukommen lasst. Auch das ist immer sehr, und sehr schön und freut uns immer sehr. Und Themenvorschläge. Seit ja, der letzten Folge sind schon wieder einige Themenvorschläge ja. eingegangen. Das ist natürlich auch immer super hilfreich. Die sammeln wir natürlich ganz fleißig. Also das sorgt ja dafür, dass die Produktion dann auch auf der Ebene immer weiterlaufen. Genau, kann. und die wird immer weiterlaufen. Jetzt haben wir wieder angefangen, jetzt kommen wir wieder so in Tritt und jetzt hören wir auch nicht mehr auf. Genau. Und wir können sagen, dass wir im Oktober, wir haben es ja versprochen, wird es noch eine dritte Folge geben, die muss natürlich an Halloween erscheinen. Völlig klar. Und äh, da gibt es dann also noch eine dritte Folge. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Und dann wird es im November auch noch mal drei Episoden geben. Und dann sind wir wieder Azure, wie wir Weltbürger <laughs> sagen, was die Anzahl der Episoden angeht. Und wir freuen uns natürlich über Kommentare, wie euch diese Episode gefallen hat und weitere Themenvorschläge. Und ich würde sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach, zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf huxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@toxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast Seiten, die uns führen.